Auswirkungen von der Krise auf unsere Ökonomien und damit auf die Leute, die an diesem Land arbeiten, wären das in den Sujets, die als viel Kraft zu berichten und in den letzten Wochen am Ende gemacht haben. Mir lust mich vielleicht etwas zur Interne vom LCGB so, ehe wir auf das Problemthema Krise kommen. Die hat alle über ein Dossier Vita geschrieben, respektiv geschwärmt. Ich habe an der letzten Pressekonferenz versprochen, dass wir das Problem gingen lesen, wie so noch eine Lesung kommt, und nun das Lesen auch schon Sinn gesagt. Wir überschreiben einen Teil vom Patrimoine Immobilier vom LCGB an der Höhe von der Schuld, die den LCGB bei der Vita hat, als ein Mutuel. Damit wird die Schuld, die den LCGB bei der Vita hat, aufgedrungen und damit ist das Problem aus der Welt geschafft. Zurück zu den Auswirkungen von der Krise in Europa und heute zu Lützburg. Die Funktionskosten beim Staat sind von 2002 bis 2012 von 1,4 Milliarden Euro auf 2,6 Milliarden Euro hochgegangen. Das ist eine Augmentation von 79%. Dass diese Krise irgendwelche Repercussionen auf die Freiheit vom Staat hat, kann ich also aber noch nicht feststellen. Feststellen muss ich aber, dass der Chômage über die letzten 12 Monate von Juli 2011 auf Juli 2012 von 13.205 Demandeurs d'Emploi auf 14.407 Demandeurs d'Emploi hochgegangen ist, das sind 9,5% mehr an einem Jahr. Der Jugendchômage ist von 17% auf 20% an einem Jahr hochgegangen. Wenn der Chômage partiell für das Jahr angeht, lagen die prävisible Dépense bei 28 Millionen Euro. 2011 wären das Dépense bei 15,5 Millionen Euro. Die atypische Situation im Lützburger Arbeitsmarkt hat sich auch nicht verändert. Von Juli 2011 auf Juli 2012 sind rund 5000 Arbeitsplätze vorbeigekommen. Wir stellen fest, dass diese Entwicklung im Arbeitsmarkt noch immer in die falsche Richtung geht. Wir zweifeln, dass es mit der geplanten Reform von der ADEM gedauert ist oder dass überhaupt eine administrative Reform bei diesem negativen Trend kann grundlegend beeinflussen. Wir fordern in diesem Kontext ein grundlegend anderer Approach an dieser Problematik. Ein Approach, der verhindert wird, dass Leute an der Schulmarsch aufrutschen. Ein Approach, der dafür gesorgt wird, dass durch intelligente Konzepte die Leute abgefangen gehen, an individuelle Lösungen gesichert gehen, für so einen Arbeitsprozess zurückzuführen. Und da kann das dann als Koordinationsstruktur dafür sorgen, dass zwischen den einzelnen ökonomischen Sektoren und ihren Strukturen die nötigen Ajustements dafür geholt werden. Aber auch schlussendlich stehen Leute, die nicht so einfach zu vermitteln sind, sinnvolle Tätigkeiten können zugewiesen geben. Das mit der Aufsicherung von ihrer Existenz, also der Garantie von ihrem Lebensstandard. Ohne so ein radikal anderer Approach wird mir der Chômage nicht mehr können massiv zurückfeiern. Wenn es um den Jugendchômage angeht, sind wir der Meinung, dass es halt bei den Unqualifizierten respektive schlecht Qualifizierten eine Formation sur le tas en Betrieb muss proposiert werden. Das für die Jungen abzumachen, eine berufliche Tätigkeit auszufeiern. Dafür fordern wir für das Leute eine Reform vom Contrat Insertion Emploi. Wir haben als Überlegung an diesem Dossier auch dem Arbeitsminister mitgeteilt. Daneben muss man noch stark gehen, dass alle Reformen an der Education als Hauptobjektiv muss haben, dass die Jugend effizient auf ihr Berufsleben vorbereitet wird, was halt sicherlich nicht der Fall ist. Dass also die Diploma, die hier im Land den Jungen oder Berufsausbildung überreicht werden, kompetitiv sind
also mit denen aus der Großregion können mithalten. RTL hat das an dich gemeldet, dass der Tod der Réussite zu Luxemburg bei 70% liegt. Der Durchschnitt von der OECD liegt bei 84%. Ich frage mich, was hilft als dem Tod der Réussite, wenn die Jugendlichen nicht auf Berufsleben vorbereitet gehen? Es ist bestimmt nicht einfach, die Jugend auf Berufsleben vorzubereiten. Nicht ohne Vorbereitung gibt es keine Zukunft, um Arbeitsmarkt. Wir sind heute an einer Kompetition mit der Großregion und dem Druck, den auf unserem Arbeitsmarkt durch den Chômage an der Großregion entsteht, ist enorm. Eine weitere Auswirkung von der Krise ist sicherlich die von der Regierung annoncierten Defizit am Staatsbudget. Ein Defizit, der nicht mehr sozial gerecht und solidarisch equilibriert kann gehen, an dem es die Gruppe zwischen Sektor Publik und Sektor Privé nicht noch mehr groß geht. Wir fordern dafür ein Tripartit über die Staatsfinanzen und eine Diskussion über die Mesuren, die hier müssen vorgehen. Die Regierung wird am März auf den nächsten Spurpark für rund 535 Millionen Euro annonciert. Wenn ein Domol die 125 Millionen Euro Investitionen herausrechnet, die über die Fluktuation von der Fondspension ohne weiteres können errichten gehen, da stellt ihr fest, dass von den rund 410 Millionen Euro, die bleiben, 100 Millionen Euro, also E-Feierwell, zulasten für soziale Prestationen geht, 35 Millionen Euro als Akzisenerhöhungen auch bleibbelastet werden, von den 100 Millionen Euro zusätzlich Solidaritätssteuern auch 2/3 auf Menagen werden fallen. Also sind rund 50% von dem Spurpark durch Neubelastung von den Leuten zustande gekommen. Wenn ich einmal den Vergleich mit dem Budgetjahr 2002 aufstellt, dann sieht man, dass in den letzten 10 Jahren das Reset Courant vom Staat von 6,1 Milliarden auf 10,6 Milliarden Euro hochgegangen sind. Das sind immerhin 72%. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, an diesem Zeitraum sind Funktionskosten beim Staat von 1,4 Milliarden Euro auf 2,6 Milliarden Euro hochgegangen, das sind 79% mehr, anstatt bei 25% von den Ressourcen durch. Am selben Zeitraum sind Sozialtransfers an Sécurité Sociale nicht mehr leicht hochgegangen, nämlich von 32,8% im Jahr 2002 auf 33,7% am Budget 2012. Wir wollen damit auch immer die Diskussion um Sozialtransfer relativieren. Der LCGB stellt sich heute in der Budgetpolitik ein Reifen vor. Als Regierung schwätzt bei allen Spurpark für Steuererhöhungen eine Reduktion für soziale Prestationen. Wo sind dann die Vorwürfe von unserer Regierung für bei dem Friedenfunktionement vom Staat zu spüren? Als das nicht die allererste Piste, die heimlich zu wirken. Können wir als Markus Salarial und der Funktion Publik überhaupt in dieser Situation leisten? Wie definiert sich eine Politik von der sogenannten sozialen Selektivität, wenn in Luscher gesagt, dass mittlere Abkommen im Land ganz stark belasten? Als Beispiel, der Spitzensteuersatz von 39% wird im Land bei einem Revenu annuell imposable von 41.700 Euro erreicht. In Deutschland bleibt diese Spitzensteuersatz zwar bei 45% plus 5,5% Soli, wird aber erreicht bei einem Seuil von 250.000 Euro. Wir fordern also auch eine Diskussion über diese Spitzensteuersatz, wo dann effektiv Breitschülerinnen auch mehr Liste können drohen. Und wir werden auch noch immer auf Kontribution von den Betrieben, die auch ihren Teil zum Finanzament vom Staatsbudget müssen beitragen. Werden nur die aktuell diskutierte Reform von der Machtbestimmung am Betrieb UG, so fordert der LCGB in diesem Kontext eine Reform, die dem Statut Unique, den 2001 angefordert ging, als Recht umdreht. Dass also die Mannen, die als Gewerkschaft kriegt, proportional zu ihrem Wahlresultat sind. Dass die Mannen, die Delegationen haben, dem 21. Jahrhundert entsprechen, E-Mail, PC und so weiter.
dass die Aufsicherung von den Delegierten verbessert wird und noch akzeptiert wird, dass Delegierten den verlängerten Arm von der Gewerkschaft am Betrieb durchstellen. Das heißt doch ganz konkret, dass halt Gewerkschaften, wenn sie an einer Delegation oder an einem Komitee nicht vertreten sind, auch die Möglichkeit kriegen, durch einen Expert Macht zu schaffen. Wir sind enttäuscht über den aktuellen Text vom Avant-Projet, den diesen Überlegungen nicht mehr teilweise oder überhaupt nicht rechnen bringt. Am Kader für der Pensionsreform bedauern wir, dass bis nur der Minister noch nicht auf unsere Forderungen reagiert hat. Wir verlangen ein Pensionssystem, den all Assyrien hier im Land dieselbe Rechte und Pflichten zugesteht. Das heißt am Klartext, dass wir müssen auf eine Vereinheitlichung von den Pensionsregimen zuschaffen. Du machst ein Plafond cotisable, der für alle Götter Assyrien dieselbe ist. Dass den Accès zu einer Pension komplementär für alle Götter Salarien möglich wird. Wir fordern in dem Kontext auch die Beibehaltung vom Prinzip vom Ajustement von der Pension. Wir können die Decision von der Regierung für den Ajustement, das Jahr nicht auszubezahlen, nicht akzeptieren. Außerdem müssen noch verschiedene Berufe mit schlechten Arbeitskonditionen mehr freien Accès auf ein Rente oder Prä-Retreat zugestanden kriegen. Aus all diesen Gründen beteiligen wir uns auf einem Protestmeeting vom 16. Oktober auf der Place Clairefontaine, wo die Lützeburger Gewerkschaften massiv gegen das Reformwerden demonstrieren. Weil es die anderen gewerkschaftspolitischen Dossiers angeht, können wir nicht mehr feststellen, dass die Forderung vom LCGB nur einer Tripartit finden absolut notwendig ist. Wir brauchen eine Strategie für die Finden, die die Entwicklung von Finden an denen heiß situierte Gesellschaften als ganz begreift. Luxemburg, der Cargo-Center, Luxair Cargolux und die anderen Gesellschaften sind aber nicht angewiesen, weil die eine Aktivität an die anderen angreift und von ihnen aufhängig ist. Wir brauchen auch an diesen Betrieben Leute an dem Konzert Administration und Management, die nicht nur mit der Betriebskultur und dem Sozialmodell hier im Land vertraut sind, mit denen sich zu diesem Modell bekennen. Der Staat als größter Aktionär muss sich fair bekennen, als eine Responsabilität überholen. Außerdem misst die Regierung auch am Dossier von der Flighttime Limitations, Limitation du Temps de Vol, eine Position anholen, die verhindert, dass der Reglement européen angefeiert wird, die Limiten festlegt, die an dieser Industrie doch stark diskutiert wird. Und Flugsicherheit, ob kurz oder lang, wird verschlechtert. Wir akzeptieren auf keinen Fall eine Verschlechterung von den Arbeitskonditionen für die Salarien bei der Luxe und der Cargolux. Wir fordern außerdem, dass Piloten bei der Cargolux können von der Prä-Retreat-Travail-Posté profitieren. Berufsbild vom Langstreckenpilot entspricht der Erbisch von einem Feu-Continu und muss dann auch so unerkannt gehen. Am Bereich von der Santé fordert der LCGB, dass Kollektivvertragsverhandlungen herbeikommen und dass die Veränderung von der Funktion durch zum Beispiel eine stärkere Weiterbildung der Veränderung an den Erbschaftsauflauf an den Verantwortlichkeiten Rechnung bedroht wird. Außerdem muss verhindert gehen, dass die Einzelservice wie die Küchen- und Putzpersonal mit System ausgeladen werden. Es muss auch geklärt gehen, wie es an den Laboratorien und den Spitälern weitergeht. Wir fordern hier ein klares Bekenntnis zu dem heutigen Statut vom EAGL. Am Bereich von den Pflegeheimen erkennen wir halt Tendenzen, für die Probleme, die an der Gestion und an den Finanzen leiden, durch ein Outsourcing oder eine Zutretanz von Aktivitäten zu lesen. Wir sind gegen die Praxis, die dazu führen geht, dass Personal am Bootsbereich und an der Hotellerie nicht mit zu einem Pflegeheim, sondern die Sphärgift gehören. Wir fordern am Bereich Santé, aber auch besonders am Bereich von der Maison des Soins, eine Politik, die zuallererst auf die Qualität vom Service setzt und nicht auf eine Störfinanzlogik, die auf Kosten von den Patienten geht. Am Sektor Commerce sind wir der Meinung, dass der Teil in einer allgemeinen Diskussion wohlverstand Verbesserung von den Arbeitskonditionen muss gehen. Das neue Gesetz über den Samstagabend führt dazu, dass zwar Geschäfte, die wollen, bis 20 Uhr können absehen, Gegenleistungen für Beschäftigte müssen aber über den Kollektivvertrag ausgehandelt werden. Das ist das Resultat von einer falschen Regierungspolitik.
in diesem Bereich. Das Gesetz hat auch eine Gegenpart, die für die Beschäftigten vorgesehen. Wir fordern an unserer Kollektivvertragspolitik klare Verbesserungen für die beschäftigten Leute und nicht nur einen Krimpf auf diesem Samstag Abend. Wir haben eine kohärente Kollektivvertragspolitik, die die Kontrainte für die Leute errechnen dreht, und zwar in allen Aspekten, mit besonders an der Konziliation von Freizeit und Familienleben mit der Arbeitszeit. Im Bereich Industrie fordern wir von den Patronen eine Aufsicherung von den Sitten an Arbeitsplätzen durch eine konsequente Investitionspolitik. Nur eine höchste Produktivität und probieren mit einer guten Valeur ajoutée werden in diesem Bereich als Arbeitsplätzen aufsichern. Wir fordern auch besonders in diesem Bereich mehr stärkeres Engagement für den Patronen, was die Ausbildung und Lehre angeht. Auch das ist ein unerlässlicher Beitrag zur Bekämpfung von der Jugendarbeitslosigkeit. Da muss heute ein anderes Dossier gelesen gehen, dass das die Lohnfortzahlung am Krankheitsfall, wo Zyklimer für Nürnberg Mordmusse bezahlt werden. Wir gehen nicht mit, den zuständigen Ministerien heute aufzufordern, endlich Rumme durchzuschaffen und Patronen an die Responsabilität zu nehmen. Was die Siderurgie angeht, stellen wir fest, dass heute noch kein Tripartit zum Drohen kommt und Leute über TV aufgesichert gehen. Allerdings, also doch klar, dass die Fermetür von Schöffling und Rodange in diesem Bereich weggeht. Die Aktivitäten im Schöfflinger Sit, der Drohstraße fährt spätestens Ende dieses Jahres abhören. Wir brauchen noch heute ein klares Engagement, was die Investitionen auf der Seite von Bellevalandais für den angeht. Und dafür verlangen wir, dass die Zukunft von unseren Sitten durch eine direkte Realisation vom Invest an die Neustraße 2 zu Bellevall aufgesichert wird. Am Sektor von Bell wollen wir auch daran erinnern, dass heute Konziliationsprozedur läuft. Dieses Dossier muss nicht nur mit dem Aspekt von der Diskussion über die Arbeitszeit geguckt werden. Salarien von Bell und noch eine Abbesserung von ihren Peinen zu gut. Dem Statut Unique muss auch Rechnung bedroht gehen, indem es die ehemalige Employee eine spezifische Karriere kriegen. Außerdem dürfen doch heuer Mensch angesehen, dass die Offerung von der Prioritäte Solidarität an diesem Sektor kein Luxus ist. Schlussendlich steht und fällt aber alles mit der Patronatsförderung im Bereich von den Arbeitszeiten. Wir sind der Meinung, dass als Arbeitszeiten halt flexibel genug sind, respektive die gesetzlich und kollektivvertraglich Möglichkeiten dürfen. 52 Stunden pro Woche sind für uns nicht akzeptabel. Ich kriege das Bad nicht raus. Das ist ungeheuerlich. Wir haben in den letzten zwei Wochen den Avant-Projet von der Reform vom Reklassement professionell durchgeschafft und heute sind also in einer ersten Phase direkt ein paar Elemente aufgefallen. Erstens müssen wir aber mit diesem neuen Projekt dafür gesorgt gehen, dass hier im Land keine an Existenz nicht kommt, weil 52 Wochen aber von der Krankmeldung aufläuft. Zweitens müssen wir eine administrative Erleichterung für die konzernierten Leute zum Drohen kommen, dadurch, dass die Identität von einer ähnlichen Seite ausbezahlt wird und nicht wie Lohmer zu Steuerkarten muss geschafft werden. Schlussendlich sind wir am Gang, ein detaillierter Stellungnahme über diesen neuen Statut auszuschaffen und wir werden den noch einmal wie an der Chambre des Salariés zu diesem Thema auf den Tisch legen. Was das Projekt vom Patientenschutz angeht, sind wir auch am Gang, nicht noch wie auszuschaffen. Es ist halt bedauerlich, dass Gewerkschaften nicht zäsiert sind. Die Damen und die Herren, die gut gemerkt, wir haben schrecklich viel Erbestieren aus. Für uns steht der Mensch am Mittelpunkt, das heißt, dass wir als LCGB auch nicht werden mitgehen, ob die Ungerechtigkeiten der Fanger zu lehnen, die wir an diesem Land tun. Angefangen mit dem Schulmarsch, der muss zurückgeführt gehen, mit der Vorbereitung von unserer Jugend auf den Erbestmarkt und dem Equilibrium von unserer Staatsbank, von unserer Staatsfinanzen. Wir fördern mehr soziale Gerechtigkeit für den Privatsektor hier im Land. Das ist der Privatsektor, also in Salarien, die den Reichtum erschaffen, das dürfen nicht vergessen. Dafür ist für den LCGB der Münchner Mittelpunkt für seine Erbestmarkt.